Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Hunde und Katzen, die Cat Lady Challenge. So, meine Lieben, ja, unsere Katzis. Und schaut mal, wie viel Geld wir schon haben. Wir haben schon 3.282 Simoleons. Das bedeutet natürlich für uns, wir könnten rein theoretisch schon mal das Grundstück kaufen. Ne? Was habe ich hier eigentlich so für Fotos? Müsste ich eigentlich auch mal irgendwo hinhängen? Wohl, wisst ihr was? Wir behalten die Fotos dann für die Tierarztpraxis und hängen da überall Fotos von unseren Katzen rein. Was haltet ihr davon? Ich fände das cool. Ja, also wir müssen ja erstmal, glaube ich, schlafen. Genau, sie sollte vielleicht richtig schlafen, statt nur so ein kurzes Nickerchen zu machen. Mal eben richtig schlafen. Dann müssen wir erstmal was essen. Und dann müssen wir weiter Geld sammeln. Das heißt, wir malen nochmal ein Bild oder sowas. Mal gucken, was wir da so machen können. Und um unsere Pflänzchen können wir uns noch kümmern. Es ist ja auch noch früh. Wir haben ja erst 15 Uhr. Okay, früh ist relativ. Wir haben ja erst 15 Uhr. So, das Romantikfestival ist in der Stadt. Ja, das ist ja wunderbar. Aber wir müssen uns erstmal hier was zu Abendessen machen. Ich würde sagen, wir machen Fischtacos. Machen wir heute mal. So, die kochen wir uns dann mal und dann werden wir ein bisschen noch anderes Zeug machen. Ich würde auch ganz gerne nochmal zum Strand vielleicht, da dann nochmal ein bisschen sammeln. Oder sollen wir die schon kaufen, das Grundstück für die Tierarztpraxis. Aber dann müssen wir sowieso erstmal wieder sparen. Also von daher, wir können das natürlich auch wirklich immer so peu à peu machen. Aber ich würde sagen, wir sparen erstmal noch ein bisschen. Wir kriegen das schon noch hin. Yay, Kochen Level 4. Können wir jetzt schon was anderes machen? Nö, immer noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch nur diese beiden. Oh Gott, wie er da schon wieder liegt, unser Mr. Mau. Herz allerliebst. Wirklich Herz allerliebst. So, in 11 Tagen altern wir mit Emma. Das wollen wir natürlich nicht zulassen. Ich warte allerdings dann da noch. Na, no, ich möchte mal irgendwann eine Katze haben, die mit diesem Ding im Mund, die ich dann malen kann. Genau. So, bevor die da jetzt alle wieder drangehen, packe ich das mal in den Kühlschrank. Weil ich brauche unbedingt mal ein bisschen Essen im Kühlschrank. Und ich hätte so gerne Weihnachtsmusik hier, ganz ehrlich. Aber ich habe es schon getestet. Die Katzen haben auch Angst vor der Weihnachtsmusik dann. Finde ich sehr, sehr schade. Weil mir fehlt das gerade echt unglaublich. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, so, ha, ist mir egal, dann stelle ich halt jetzt hier ein Radio auf und habe Weihnachtsmusik an und alle sind glücklich und zufrieden. Also ich zumindest bin dann glücklich und zufrieden. Aber ich glaube, dann werdet ihr alle sauer auf mich, wenn ich die Katzen damit quäle. Aber ich muss wirklich sagen, mir fehlt meine Sims-Weihnachtsmusik gerade ungemein. So, Malu ist hier am Rumhüpfen, das ist schön. Mr. Mau ist immer noch am Schlafen. Ist natürlich auch schön. So, wir gucken Fernsehen. Das mögen die Katzen wieder nicht. Aber so ein bisschen Fernsehen gucken kann ja ruhig auch mal erlaubt sein. So, okay. Oh, ich kann hier was weiterentwickeln. Dann wollen wir das doch machen. Nee, dich kann ich weiterentwickeln. Dann machen wir das doch. Okay. Ja, perfekt. Es ist auch schon lange keine Katze mehr krank geworden, Gott sei Dank, weil das würde nämlich unser Geld ziemlich schrumpfen lassen wieder. Das wäre dann natürlich nicht so schön. Von daher bin ich ganz froh, dass keine Katze krank ist im Moment. So, ich glaube, ich renne dann gleich nochmal los. Oder, nee, wir lassen hier auf jeden Fall nochmal die Katzen jagen. Genau, das machen wir ja gleich. Das heißt, ich renne dann gleich hier hin und hier schicken wir Malu auf jeden Fall los, weil Malu ist echt super. Malu kann das richtig gut. Dann machen wir das nämlich schön. In der Zeit rennen wir dann hoffentlich hier hin und warten dann immer darauf, dass Malu die Vögel verjagt hat. Malu ist nämlich richtig schnell, die rennt wenigstens auch. Also Fina, die war letztens hier so am Trotten, ne, und ach, ist ja egal, ich muss mich ja nicht beeilen hier, ne? So ungefähr war die Fina letztens und nö. Da denke ich mir dann auch so, nö, Fina, nö. Das muss ein bisschen besser gehen hier, ne?
Das muss funktionieren. Ich habe übrigens immer das Gefühl, dass das Spiel total leise ist. Ich weiß auch nicht warum. Aber durch die Federn kriegen wir anscheinend richtig gut Geld. Dementsprechend würde ich ganz gerne das immer hier mit den Federn machen. So, befehlen Vögel zu jagen. Malu. Malu ist die Beste. Hör auf, die Katze anzupupsen. Sehr schön. Oh, was? Wir haben die direkt ausgepackt? Okay. Habe ich direkt gemacht anscheinend. So, und da hat Malu wieder ein paar Vögel verjagt. Grob vorstellen. Nee, das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir warten jetzt, bis Malu wieder zu uns kommt. Wo bin ich denn? Ach, hier bin ich. Ich könnte ja mal noch eben hier graben. Was macht der Hund eigentlich da? Keine Ahnung. So, Malu. Du kommst hier angerannt, das ist schön. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile haben wir gefunden. So, danke schön, Malu, in Inventar platzieren. Und dann kannst du hier noch befehlen, Vögel zu jagen. Malu. Ihr seid echt die Besten. Also hier Malu und unsere Emma. Bestes Team ever. So, dann wollen wir das mal öffnen. Da gab es leider keine neue Feder. Drei Taubenfedern, das war jetzt mal nicht sehr gut, ne? Aber gut. Kann man nichts machen. So, Malu müsste gleich schon wiederkommen. Nee, sie ist gerade erst angekommen. Aber sie kommt dann bestimmt jetzt gleich wieder. Oder? Malu? Hast du diesmal nichts? Oh. Doch. Doch, sie hat doch was. Okay, es hat ein bisschen gedauert. Aber sie hat doch was. So, das bringt sie jetzt hier hin. Ach Gott, Fina. Ja, geh du mal nach Hause, dann geht's dir bestimmt besser gleich. So, da kommt unsere Malu wieder angerannt. Und dann können wir ihr sagen, dass sie hier auch jagen soll. So, Inventar platzieren. Und direkt öffnen. Yay, aber keine neue Feder. Schade, schade. So, jetzt kommt Malu wieder angerannt. Ich liebe diese Katze. Sie ist so gut. Vor allem, weil sie immer so schnell ist, ne? Kleine Zuckerschnute hier. Weißt du was? Jetzt müssen wir aber auch einmal hier Liebe spüren machen. So, dann werden wir das da öffnen. Einmal Liebe spüren, dann öffnen und dann sagen wir hier nochmal Malu losschicken. Je mehr Federn, umso besser. No. Und er wälzt sich da in dem Seetang. Alles klar. So, wir bleiben einfach mal hier stehen, obwohl nie kommen, wir laufen ein bisschen näher hier ran. Da muss Malu nicht immer so weit rennen. Das ist eine gute Idee, das machen wir. So, da hinten die Vögel sind auch schon wieder da. Wir könnten das auch einfach hier machen. Stellen wir uns hier so ein bisschen mittig. Und dann ist gut. Und dann können wir immer Malu hier hin und her schicken. Ich glaube, das ist besser, ne? Hey, Malu, du bist so toll. Und hier wieder. Dankeschön. Wuhu. So, das können wir auch wieder öffnen. Immer noch keine neue Feder, ne? Bisher sind es nur Federn, die wir schon kennen, die wir schon mal hatten. Aber okay. So, da kommt Malu schon wieder. Bringt mir wieder ein paar Federn mit. Dankeschön. Du musst drauf reagieren, Emma. Ah, hier sind die Vögel jetzt noch nicht wieder da. Schade, das dauert wohl ein bisschen länger. Aber das ist nicht schlimm. So, hast du die jetzt schon eingesteckt? Ja, hast du. Okay, dann können wir ja nochmal Liebe spüren machen vielleicht. Leckerchen geben? Ja, komm, Leckerchen hat sie sich verdient. Auf jeden Fall. Ein Leckerchen kann ich ihr ja ruhig mal geben, ne? So, mal schauen. Hier sind die Vögel wieder da. Yay! Malu! Oh, wir haben eine neue Feder.
haben wir eine neue Feder? Aber Papageienfeder, Blauhaarfeder, Fasanenfeder, sind das nicht Federn, die wir schon hatten? Obwohl, vielleicht diese Papageienfeder. Nee, wir wollen jetzt nicht mit Katzenstab spielen. Yay, danke schön. Direkt mal öffnen. So, und hier hinten sind auch noch mal welche. Das sind jetzt die letzten, dann gehen wir wieder nach Hause, versprochen. Und dann verkaufen wir die erstmal alle und mal gucken, wie viel wir davon kriegen. Es könnte echt sein, dass diese Papageienfeder die neue Feder ist. Kann das sein? Wartet mal. Papageienfeder, aber hatten wir die nicht schon? Ach so, nee, wir hatten eine Papageientaucherfeder. Ah, und jetzt haben wir eine Papageienfeder, alles klar. Ja, dann fehlt ja nur noch eine. Dann bin ich gespannt, was dann passiert. Du sollst nicht mit dem Katzenstab spielen. Wartest jetzt hier. Was ist denn das? Ach so, das ist der Hund. Ich dachte gerade, was ist das? Das ist immer noch der Hund. Wie konnte ich ihn bloß nur nicht erkennen? Ich weiß auch nicht. So, da kommt Malu wieder mit Federn. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, die letzte Feder zu finden. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das ist sie leider nicht. Jetzt müssten wir im Grunde wieder ein bisschen warten, bis hier die Vögel wieder da sind. Aber wir haben auf jeden Fall viele Federn, die wir verkaufen können. Ich hoffe, dass wir dadurch wieder richtig viel Geld kriegen. Das wäre so cool. Und sobald die Möwen wieder da sind, was sie jetzt sind, schicke ich Malu wieder los. Na komm schon, dritte Möwe. Sehr schön. Malu, auf geht's. Wo ist sie denn? Wo ist Malu denn hingerannt? Ach, da kommt sie wieder. Ich glaube, sie wollte gerade nach Hause. Okay, Malu, das ist die letzte Runde, versprochen. Die letzte Runde und dann gehen wir nach Hause. Ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ne? So von wegen, hey, das ist die letzte Runde und dann gehen wir nach Hause, Malu. Aber okay, diesmal wirklich, versprochen. Letzte Runde. Ich denke, wenn sie hier fertig ist, dann sind hier oben die Möwen auch wieder da. Hoffe ich zumindest. Dann können wir die nämlich auch nochmal jagen und dann geht's ab nach Hause. Dann wird's Zeit. Tatsache. Da sind sie wieder. So, Malu gibt die Federchen ab. Oder auch nicht. Stopp, Malu. Malu, Malu, Malu. Stopp, 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 stopp. Dann jag da noch erst. Hast du die jetzt hier liegen gelassen? Tatsache. So, in Inventar platzieren. Dann muss ich mir die halt jetzt hier selbst holen. Malu hat nämlich keinen Bock mehr. So, jetzt bringt sie sie mir. Das ist sehr, sehr nett. Mal gucken, ob sie auch wirklich kommt. Ja, sie kommt diesmal. Okay, Malu, und jetzt gehen wir nach Hause. Warte, ich nehme das noch mit. In Inventar platzieren. So, und ab nach Hause mit uns. Yep, ab nach Hause. Ja, du kannst mitkommen. Komm mit nach Hause. Da warten schon die anderen auf dich. Wahrscheinlich ist Malu sowieso eher zu Hause als ich. Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Oh nein, wieso kotzt denn hier jemand so rum? Ih, ach so, das Essen ist vergammelt. Ach du meine Güte. Ach herrje. Oh, ach du meine Güte. Alles klar, okay, wir haben hier was zu tun, auf jeden Fall. Wir haben etwas zu tun. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Haarbüschel entfernen. Und die Kotze entfernen. Und das da müssen wir auf jeden Fall die Schüssel leeren. Hör doch mal auf, das zu fressen, Mr. Mau. Das ist schlecht. Das tut dir nicht gut. Du wirst hier rumreiern. Ach du meine Güte. Ich wusste gar nicht, dass das Fressen schlecht werden kann. Jetzt wissen wir es. Oh Mann, so viele Haarbüschel. Ich muss meine Katzen öfters bürsten auf jeden Fall. Mr. Mau, hör mal auf zu fressen. Okay, Malu ist schon da. Emma nicht so wirklich. Warte mal, wo bleibt denn Emma? Emma. Ah, sie trottet langsam daher. Ach, das kannst du jetzt, ja? Warte, warte, warte. Moment, wir müssen erstmal zur Toilette. Sonst macht sie sich hier gleich wieder in die
Hosen, das wollen wir natürlich nicht. So, dann müssen wir Haarbüschel an alle entfernen. Die Kotze müssen wir aufwischen. Und, oh Gott, Mr. Mau frisst einfach alles. Und wir müssen die Tierschüsseln füllen. Und Mr. Mau frisst einfach alles. So, dann öffnen wir hier natürlich noch die Federn. Und müssen duschen gehen. Okay, duschen, Spaß brauchen wir eigentlich noch und Energie. Mr. Mau, hör doch mal auf, alles zu fressen. Mann, was soll denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir können auch noch hier unsere Papageienfeder eben aufhängen. Die wir ja jetzt auch haben. Jetzt fehlt nur noch eins. Na, 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 na. Dann haben wir die Sammlung komplett. Na, 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 na. Und ja, ich weiß, dass ich die Sachen hier gerade einfach so aufs Fenster hänge, aber es soll ja wohl irgendwas passieren, wenn man die Federsammlung komplett hat oder man kann die dann verbinden oder was weiß ich. Irgendwie so, ne? Zu Vogelskulptur zusammenbauen. Genau, das kann man dann machen. Und deswegen hänge ich die ja gerade alle dahin. So. Okay. Wir haben noch eins zum Öffnen. Okay, da war leider auch nichts drin. Schade, schade, schade. So, dann gehen wir noch schnell duschen. Und dann spielen wir noch mit irgendeiner Katze mit dem, wie hieß es denn jetzt nochmal? Hier mit dem Laserpointer, genau. Damit spielen wir dann auch noch und dann gehen wir ins Bett. Ach so, und hier die ganzen Federn, die können wir ja mal eben verkaufen. Ey, durch die Federn werden wir sowas von reich. Das ist der Hammer. Och, Katzen, was ist los mit euch? Die Federn, die bringen echt gutes Geld, ne? Muss man ja mal wirklich sagen. Es funktioniert besser als mit dem Gemäldemalen. Wobei, okay, es geht. Es dauert natürlich auch so ein bisschen. Oh, wir haben noch eine Papageienfeder bekommen. Aber wir haben ja schon eine. 5000 Simoleons haben wir jetzt, meine Lieben. 5000 Simoleons. Na, das ist ja super. Oh, sie ist total, total deprimiert hier. Aber okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle erst einmal einen Cut und wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin, tschüssi.